Welcome back, sagt sie. Welcome back. Gut, ich sehe jetzt aber auch jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied, ne? Zu dem Raytracing auf Leistung und Raytracing aus. Doch. Bisschen. Na, guck mal, der Bart ist nicht mehr so haarig, wie er sein soll. Warte mal, wenn ich hier nah dran gehe. Nein, zu weit. Na, ist egal. So. Ja, aber komm. Ich gehe mal eben für kleine Königstiger. Ich stelle mich so lange dahin. Vielleicht labern die mit euch. Hey Leute, wie lange seid ihr schon zusammen? Zu lange. Zusammen. Wir gehörten zu den Ersten hier und haben beide nach Priorit gesucht. Wir hatten keine Ahnung, was wir taten und haben nichts gefunden. Dann fiel mir ein, dass ich es draußen hasse. Und ich holte mir einen Sonnenbrand auf meiner Gastrodermis. Nicht lustig. Dann sah ich den jämmerlichsten, ungeschicktesten Prospektor auf dem ganzen Planeten. Ramsay Forlow. Ich auch. Natürlich haben wir sofort Witze über Ramsay, den alten Tollpatsch, gerissen. Ich habe über Gulos Sprüche sehr gelacht. Und ich über Guidos. Und seitdem sind wir zusammen, weil wir etwas gemeinsam hatten. Ramsay war ein Versager. Er bringt mich immer noch zum Lächeln. Und? Haben sie was Interessantes erzählt? Die Brüder. So, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Für da hinten hin. Also, aber wenn ich jetzt den so einen Pin aktiviere, ne? Sehe ich den? Nee, ne? Oh, da hinten. Helmsklamm. Das Horn, Helm, Hammer, Hans soll erschallen in der Mark. Das ist das Tor, das sie erwähnt hat. Süße. Ihr Reiter von Rohan, was gibt es Neues in der Rittermark? Oh. Bisschen geruckelt gerade, ne? Hier ist schon wieder Loot versteckt irgendwo. Guck mal da. Eine Kiste. Muss ich von da oben? Naja. Oder doch? Kann ich ja nicht einfach hier wegboxen. Oder wegmachen. Ziehen? Nee. Ja, Herr der Ringe, absolut. Legolas, was sieht dein Elbenauge? Eine rote Sonne ist aufgegangen. Letzte Nacht ist Blut geflossen. Die Hobbitze. Er kehrt zurück. Ah, Mosey, jetzt hat's den richtigen Stall. Freut mich, dass du nach Kobo gekommen bist, Kerl. Du arbeitest hart, nicht wahr? Und stellst dich immer schützend vor andere. Und wie kommst du darauf? Der Dreck auf deiner Hose? Ein Hauch von Adrenalin. Der Ringe habe ich das erste Mal gesehen. Ist immer wachsam. Ich nenne es das Jägerauge. Ich denke mal 1987. Da gab es so einen Zeichentrickfilm. Freundliches Auftreten täuscht mich keine Sekunde. Das war geil gemacht. Du bist als die Hobbits und Gollum waren ganz normal gezeichnet. Und die schwarzen Ritter waren echte Menschen, wo dann drüber gemalt worden ist. Das sah so creepy aus. Der geht doch nur 80 Minuten oder so oder 60 Minuten. Ich habe Naya den Ring des Feuers von Gandalf und Barahirs Ring, den Aragorn trägt. Wow, geil. Kennst du auch den Zeichentrick? Cool, den habe ich vor Jahren habe ich den gefunden. Und nochmal geguckt. Also da fehlt ja ganz schön viel Story, ne? Aber gut. Oh nein, 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 ich wollte dich nicht. Bei GTA und so ist Y eigentlich aufsteigen. Oh komm. Ja. Neuankömmling. Oh, das ist ein Stich an der Wand. Leuchtet der auch blau? Cool. Oh! Alter.
Look at this. Leider nein, schade, schade. Oh, wie geil, wie geil. Lass mich da, lass mich, ich will da rein. Wobei ein X-Wing mir lieber wäre. Hatte ich als Kind von Matchbox, war das, glaube ich. Der war groß. Also, der X-Wing. Und die Spitze, was hier rot ist, war bei dem ja weiß. Die war aus Gummi. Und der Riss war aus Metall, halt schwerem Metall. Und auch die Laserkanonen waren auch aus Gummi. Sprich, wenn du mit dem Teil gespielt hast und der ist irgendwie runtergefallen oder so, ist der immer auf die Gumminase gefallen. Hast nichts kaputt gemacht. So clever. Was seid ihr für bekloppte Viecher? Oh. Ein Klumpen. Den verkaufen wir in Domas Laden. Klumpen. Kann ich das runterziehen? Nö. Nö. Macht ja aber nichts. Oh, wieder eine Skulptur. Ich bin mir nicht mehr sicher. War das im ersten Teil nicht sogar ein Erfolg, die ganzen Dinger hier kaputt zu machen? Ich meine schon, ne? Kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Bin ja in einem gewissen Alter. Ah, sieht geil aus hier, die Becken mit dem Wasser. Schön. Oh, was haben wir da? Schwindler, Flachwasser. Wenn ich etwas liebe, dann mit meinem ganzen Herzen. Das klingt recht ineffizient. Du brauchst dein Herz für andere Dinge. Macht euch kampfbereit, Leute! Hört ihr auf? Kämpfe richtig! Wow. Komm hier rauf und kämpfe! Ich kämpfe mit dir, Digga. Wo ist denn der Typ hin? Hm. Schade. Oh. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Jockey. Sieht das nicht geil aus, Alter? Oh, stell dir vor, es ist Sommer, 35 Grad draußen und du läufst hier barfuß die Treppen runter. Oh, ich voll Bock drauf. Das klang jetzt auch nicht so einladend. Oh, mit hier brauchen wir eigentlich nicht. Ah doch, wir können speichern. Wir können speichern. Training haben wir ja komplett durch, ne? Ja. Wunderbar, Herr Kommissar. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich auf der Xbox die Erfolge kriege. Ich starte ja immerhin über die Xbox-App. Oder zählt das nur als Verknüpfung? Kann ich da drüben vermutlich wieder hoch. Das ist schöne Gegend, ey. Was höre ich denn da?
Irgendwas piepst hier. Ich sehe dich. Systemschaden. Dachschaden. Ich hab da was piepsen hören. Irgendwo. Irgendwo liegt hier was. Da. Rot. Hacken. Entriegelt. Da, neues Höschen für den kleinen Lord. Hui. So, what else? Na, du bist ja ein Feini. Du bist ja ein Feini. Wir machen Tüti Tüti. Den kleinen Feini. Was zeigt er mir RB an? Ach, so einer bist du. Aha. Komm her. Was macht man damit? Warte mal, muss ich ihn die irgendwo dagegen rollen. Oh, lass es mal gucken. Da könnte da runter. Oh, oh, weg mit dir. Ah, okay. Hätte sein können. Und jetzt runter. Gallenschlund. Ja, komischer Name. So, was geht hier? Außer Hefe. Wow. Gegner. Denkst du, die Raider würden einen Druiden jemals akzeptieren? Ein Wahnsinn. Vergiss es. Na ihr. Roger, Roger. Wir werden dich ausschalten. Jagd ihn. Na toll. Jetzt bin ich verloren. Jetzt bin ich verloren. Gut gemacht. Hier ist doch bestimmt Loot. Ah ja, sicher ist da Loot. Du kannst doch einem alten Trapper wie mir nichts vormachen. Okay, lass mal gucken, klamottentechnisch. Frisur haben wir nichts Neues. Bart haben wir auch nichts Neues. Aber ein Jäckchen haben wir. Das hier. Ja, scheiß auf den Umhang, oder? Hä? Ah, man muss es auch akzeptieren. So. Hemd. Das sind die cooleren Handschuhe, würde ich sagen. So. Höschen. Du bist ein Schrottsammler. Ja, nehmen wir die.
So, und aber sind das komplette Outfits, oder? Ja. Okay. Okay. Ein Phallus-Symbol. Oh, oh, oh. Der hier ist hübsch. Was, ich mag Symbole auch lange? Wie meinst du das? Warum steht da willkommen im Chat? Verliere ich hier ab und zu die Verbindung? Habt ihr Ruckler? Nee, ne? Ja, da steht zwar instabil, aber... Die Raiders hatten das Imperium auf Trab. Wenigstens dazu sind sie zu gebrauchen. Da wieder so ein Teil. Ahaha. So. Sesambrötchen, öffne dich. Es geht los. Here we go. Oh, Wald. Walt Disney. Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Na dann. Oh, jetzt hatte ich einen Ruckler. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Ist wohl blockiert. Halt still, BD. Mal sehen, was ich tun kann. Wir sind nicht allein. Wie war das? Nee. Oh. Irgendein Felsen, wo ich da hinschmeißen kann? Okay. Jetzt nehmen wir die Abkürzung hier. Bist du... Oh ja! Ich hätte dich leben lassen. Du wolltest es nicht anders. So, ein glücklicher Zufall hier. Aber es ist trotzdem eine geile Physikanimation. Ne? Ah, hier. Mehr Priorität. Ja. Reden wir nicht von Physikanimationen? Lass uns ein gutes Beet für sie finden. So. Das bringt nichts, BD. Ja, warte, warte, warte. Weiter geht's, BD. Immunität. Versuchen wir es nochmal. Volltreffer. Okay, kann ich da hoch? Nee, da komme ich dann später wahrscheinlich runter. Samen. Einige dieser Steinsäulen sind locker. Glaube ich nicht. Ah, ich könnte hier. Oh ja, ich sehe schon. Warte, trotzdem erstmal gucken.
Okay. Dann springen wir mal hier around the corner. Tadam. Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Centauri Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenalor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Imperium. Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen haben. Gehen wir. Ja, das war zum Hochkrabbeln da hinten. Das war zum Runtergehen. Ach, was schön. Okay. Hey, oh, let's go. Diddle. Auch wieder jede Menge Urheberrechtsansprüche auf YouTube. Aber dann ist das so. Boah, was war das denn? Was war das denn? Ghostbusters. Gleich mit Video 1. Ist das schon veröffentlicht? Ich glaube, morgen kommt das. Direkt 3 Urheberrechtsansprüche, was ich ja erwartet habe. Aber, also die Titelmelodie, Urheberrechtsanspruch, macht aber nichts, ne, laufen lassen, kann halt nicht monetarisieren. Zweite war in der Bibliothek, der Soundtrack, okay. Und dann das Intro von der Titelmelodie, ne, die vorher schon als okay galt, war dann an der Stelle, ne, im Intro, ist aufgrund der Urheberrechte in einigen Ländern nicht verfügbar. Und ich so, bitte was? Nur das Intro. Die Titelmelodie an sich war okay. Verstehe das nicht. Aber muss ja nicht. Das Stück habe ich dann stumm geschaltet. Also nicht wundern, wenn ihr es morgen guckt und bei 1 Minute 33... oder 10 Sekunden vorher stumm geschaltet ist und bei 1,33 weitergeht. Hoppala. Das liegt am Urheberrecht. Aber die Raiders mögen die Imperialen auch nicht. Ist mir egal. Ich monetarisiere ja sowieso nicht. Dazu habe ich nicht genug Abonnenten und Watchtime auf diesem YouTube. Von daher, Latte. Komm, ich helfe euch. Wow. Wer du dich doch? Oh, wow, wow. Oh, der lebt noch. Komm her, Digga. Ha, 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 ha. Ah, wer ist der Stärkste? Oh. Was? Sie müssen diese Landekapsel von dem Lucre-Hulk abgeschossen haben. Geht's denn dahin?
Ja. Da geht's dann wohl später raus. Wenn ich hier drin war. Oder? Hier komme ich aber nicht rüber. Okay. Ist dann wohl auch ein Ausgang. Oder doch ein Eingang? Finden wir es heraus. Ja, das Ding ist ja nicht aktiv. Und da sieht's nach tot aus. Wände sind auch nicht markiert. Dann. Ah, Decke. Lass uns diese Eimerköpfe überraschen. Eimerköpfe. Okay. Ich würde gerne den da hinten nehmen. Okay, dann nimm mal den. Tadam. Inklusive dir. Was hast du da gefunden, Kumpel? Hat es gezählt, was er da gefunden hat? Ich glaub schon. Okay. Die. Scheinungen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Komm, schlag mich. Schlag mich. Los. Oh, nein, nein, nein. Nicht rot. Komm doch. Punkt. Ich will hier gar nicht so durchrennen. Das ist viel zu schön, viel zu atmosphärisch, um da durchzurennen.